Schon in der Anfangszeit von Fernsehkritik TV, und das ist mittlerweile so 12, 13 Jahre her, habe ich einen Beitrag über den Sender 123 TV gemacht. Und diesen Sender gibt es immer noch. Und das Geschäftsgebaren ist auch immer noch dasselbe. Ja, und mittlerweile ist dieser Sender eine Art neue Heimat für ehemalige 9Live-Abzocker geworden. Tja, da kommt zusammen, was zusammengehört. Eben, wie gesagt, aus besagten Rinderknochen, liebe Zuschauer. Zu einem schönen Steak, zu einem schönen Fleisch. Und wir werden Ihnen jetzt einen Sonderpreis geben. Für die Rinderbratensoße. Eine Rinderbratensoße ist, glaube ich, immer das auch so, was immer am meisten genommen wird. Also dunkle Soßen, liebe Zuschauer. Und diese Soßen, die Sie von uns bekommen. Wie gesagt, das ist immer ungefähr das, was es ergibt in der Aufarbeitung dieser Soßen. Und wie gesagt, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, liebe Zuschauer, Sie ziehen aus echten, ja, aus Rindermarkknochen. Oder Sie holen sich die schnelle, einfache Alternative, liebe Zuschauer, die Sie hier von uns bekommen. Naja, man könnte auch einfach in den Supermarkt gehen und sich dort für wenige Euro Soßenwürfel von Maggi kaufen. Und ich vermute einfach mal, dass die qualitativ sicher nicht schlechter wären. Und damit herzlich willkommen bei 123 TV, dem Sender, der es immer wieder schafft, uns überwiegend billiges Zeug so zu verkaufen, als sei es hochwertige Ware. Was bei ominösen Kaffeefahrten nicht zu Geld gemacht wurde, findet hier noch reißenden Absatz. Die Stammzuschauerschaft des Senders scheint den irren Versprechen und Darbietungen der Moderatoren zu glauben. Der psychologische Trick ist dabei leicht durchschaubar. Im Laufe einer Verkaufsaktion sinkt der Preis der Ware, am Ende zahlen alle denselben Endpreis. Dabei wird dann suggeriert, als sei der Preis jetzt nochmal gefallen, obwohl es doch eh schon ein Top-Angebot sei. Das ist natürlich Quatsch. Auch der gesunkene Endpreis liegt immer noch deutlich über dem Wert der Ware. Und wenn die Zuschauer von 123TV genug Zeit zum Googlen hätten, dann würden sie das auch schnell recherchieren können. Aber das ist ja eben der weitere Trick daran. Jeder Verkauf dauert nur wenige Minuten, sodass ein irrer Zeitdruck aufgebaut wird. Im Grunde kann man sagen, 9Live gekreuzt mit Teleshopping. Kein Wunder, dass man hier einige alte Bekannte wieder trifft, von denen man hoffte, sie seien in der televisionären Versenkung verschwunden. Wer als erster so eine Geldleitung trifft, kriegt nicht nur die Geldleitung, sondern auch noch alles das, was da ist. Aber ich will jetzt jemanden, der sich jetzt eine Geldleitung holt, der jetzt mit dabei ist, der jetzt hier Tausende von Euro gewinnt. Und das Tolle ist auch für unsere Zuschauer immer von Erfolg gekrönt, weil die Preise, die wir heute hatten, Elke, also das haben wir noch nie zusammengebracht. Also herzlichen Glückwunsch auch mal an Sie. Und jetzt einkaufen, was das Zeug hält. 14 Euro aktiviertes Wasser in Reinsform. Tötet Pilze, Bakterien, Keime und was weiß ich nicht noch was. Lässt aber alles auf der Haut, was der Haut gut tut. Und das heißt, die Selbstheilungskräfte, die wir ja alle in uns haben, das ist ja von der Natur aus so angelegt. Weil wenn wir uns schneiden und warten, wir können ja zugucken, dass sich hier das wieder schließt. Also die Selbstheilungskräfte haben wir. Und das wird jetzt aktiviert, dass das schneller geht, intensiver geht. 90 Euro. Nee, ich weiß, ach, du gehst runter. 80 Euro, ich geh auch runter. Ja, nee, komm. Nee, komm. Jetzt, ja, komm. Dann, pass auf, ich geb dir 500 Euro, wenn du nicht nimmst. Nee. Ja, ich mach das einfach, 500 Euro. Nee, komm, ich will den jetzt haben. Ich mal gucken, wenn es nicht dabei ist, habe ich halt Pech gehabt. Es geht um 500 Euro gerade, ne? Wir werden jetzt gleich reinstarten. Es sind die letzten drei Räder, die ich Ihnen anbieten darf. Wenn Sie Lust haben und Sie dürfen den Preis dahin fallen lassen, wo Sie wollen. Und heute Morgen auf einmal, ne, haben alle gezockt. Das ist für so ein Fahrrad dieser Güte wirklich Weltklasse. Und natürlich darf auch Max Schradin nicht fehlen, der hier wirklich alle Register der Dreistigkeit zieht, um Münzen und Uhren zum Beispiel deutlich wertvoller zu quasseln, als sie in Wahrheit sind. Hauptsache, es klingt irgendwie spektakulär. So, das ist ein Sphen. Noch wertvoller geht's nicht. Ich bin gerade ein bisschen... So, eines der fünf seltensten Edelsteine der Erde. Wir hatten sie vorhin bei Elysée. Wir gehen von 3.000, 4.000 Euro auf, was weiß ich, 1.887. Ja, natürlich. Elysée, haben wir noch Insolvenzware von Elysée? Frag mal bitte Dr. Reblis.
auch 999. Liebe Zuschauer, diese Listenpreise von 1887 sind runterkalkulierte Insolvenzposten. Weil wir sie, wir hatten es ja schon in der Vergangenheit, aber wir müssen sie natürlich auch als Insolvenzposten deklarieren, was den Preispunkt angeht. Sonst ist es ja Quatsch. Wir wollen ja nicht mehr höher irgendwo reingehen. Alles raus. Wie viel hast du davon? Von der Sonne. Wir haben nur 4 Stück. Das ist Wahnsinn, Leute. Einwählen! Einwählen, wenn Sie diese Sammlerkollektion haben wollen. Mehrwert ist Ihnen sicher. Ach wirklich? Auf der Münzverkaufsseite aurinium.de kostet mich das Teil 449,90 Euro, während ein 2-3-TV mehr als das Doppelte verlangt. Und unser Max behauptet beim Verkauf von solchen Münzen sogar, ein 2-3-TV mache Verlust mit dem Verkauf. Ja klar, so nett sind die eben, dass sie unter Einkaufspreis verkaufen. Mhm. Da gehen Kilo-Münzen raus normalerweise für den Preis, aber nicht 5 Kilo. Sag mir bitte, was sie uns gekostet hat. Was sie uns minus gemacht hat. Scheiße. Oh! Freunde, rein da, das ist kein dummes Geschwätz von mir. Nein, es ist betrügerisches Geschwätz, wenn man das mal so sagen darf. Bei Uhren läuft das übrigens nicht besser. Kästner, nochmal unser beliebtestes Modell, aber leider auch sehr, sehr selten, diese Variante. 149. Die Kästner und dann müssen wir in Blau. Ganz kurz, dann müssen wir den Wertbestand halten, bitte, weil die Uhr ist wertvoll. Punkt. Alles andere macht keinen Sinn. Alles andere macht keinen Sinn. Das ist ein Werterhalt. Und gleich kommt die Leipzig und ich wette auf 50 belegte Leitungen gleich in der ersten Linie. Ja, das sind auf 50 Leitungen. Das sind die Sammler. Wir haben ja allein schon 30 Vorabangebote. Ja. Allein 30 bei 30 der ersten Kollektion. Ja, bei der Goldenen, nur bei der Goldenen. Oh, ich habe heute Mittag mal geguckt, da waren es noch irgendwie 12, 13. Genau, 17. Da 17 mal so gedacht. Ja, 30. Okay. Super. Okay, dann geht's schnell. Nur bei der Goldenen. Das dann macht Peng, Peng, Peng. Ja, dann und wenn du das Ding dann bei 200 startest, also 219, dann scheppert das Ding. 900 habt ihr sie rausgeschallert. Ja. Das wird angeboten an Stammkunden. International wird angeboten und dann heißt es so vom Porte S, du hast 48 Stunden Zeit, ja oder nein? Bewerben. Ja oder nein? Nein, Feierabend, danke, nächster. Ja, danke, nächster. Mhm. So geht das. Mhm. Und das findet heute statt, ich krieg Gänsehaut, bei der Leibniz, es gab noch nie eine Leibniz-Kollektion mit 2 unterschiedlichen Uhrenaugen. Jetzt ist es soweit. Im Grunde versteht man gar nicht, was Schradin uns genau sagen will. Er wirft mit Pseudo-Fachbegriffen um sich, suggeriert eine Knappheit, die nicht vorhanden ist und startet andauernd irgendwelche Countdowns. Das ist wirklich Call-in-Fernsehen im neuen Gewand. Dazu passt übrigens auch, dass ein Anruf bei 123TV 1 Euro kostet und der Versand mit knapp 7 Euro auch nicht ganz ohne ist. Über diese angeblich so wertvollen Uhren der Firma Porta S hat sich bereits der Uhrenblog Watchtusiast ausgiebig ausgelassen. So wird etwa immer wieder in Moderationen behauptet, Porta S sei eine Firma mit hunderte Jahre alter Tradition. In Wahrheit ist die Marke im Jahr 2011 erst offiziell im Melderegister eingetragen worden. Des Weiteren wird behauptet, es würden in Sachsen fleißige Uhrmacher sitzen, die die Uhren handfertigen. Und auf der Uhr ersichtliche Kürzel aus 2 Buchstaben seien die Initialen dieser Uhrmacher. Dabei weisen diese Kürzel in Wahrheit auf chinesische Hersteller hin, die die Uhren massenhaft und keineswegs handgefertigt herstellen. Es ist Verarsche pur, es ist Abzockerei, es ist Geldmacherei. Und Max Schradin setzt sogar noch einen drauf und fährt endgültig die neuen Live-Schiene. Der wird jetzt zugelost. Nur die, die anrufen, bekommen ein Los. Und das wird jetzt historisch. Alle, die jetzt unten links die Nummer wählen, bekommen ein Los und dürfen für 219 Euro eine dieser goldenen Leibniz mitnehmen. So, meine Damen und Herren, und ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie viele Mengen da rausgehen, wie viele im Potpourri sind. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Mengen variiert haben heute. Es wurden weltweit nur 99 Stück gebaut. Und jetzt gehen die Lose raus. Meine Damen und Herren, unten links ist die Nummer. Jetzt gehen die Lose raus. Ich möchte 30, 40 Leitungen hier haben. Verpennen Sie nicht. Eines der spektakulärsten Auktionen bei Porta S, die es bei 123TV jemals gab. Okay, also um das nochmal klar zu verstehen. Die Leute sollen massenhaft die Nummer anrufen, die 1 Euro pro Anruf kostet und treffen dann vielleicht die richtige Leitung, um eine überteuerte Billiguhr eventuell zu erwerben.
Na, da kann man ja froh sein, wenn man nicht zugelost wird. Dann hat man wenigstens nur einen Euro Verlust gemacht und nicht über 200. Es ist wirklich heftig, was hier passiert. Und wie gesagt, sehr oft bekommt man die Ware anderswo noch billiger. Teilweise sogar deutlich. Wir reden hier nicht über irgendwas. Ne? Das ist ein Premium-E-Bike für 1690 Euro. Tut mir leid, war mein Ding. Ne? Ich entschuldige mich wirklich auch beim Einkauf. Wirklich ganz große Entschuldigung. Entschuldigung an der Stelle, das ist viel, viel, viel zu günstig. Wir haben dieses E-Bike bei 123TV schon für weit über 2000 Euro verkauft. Für weit über 2000 Euro. Leute, nimmt's mit! Heute Morgen haben Sie 200 Euro mehr dafür bezahlt und das war schon zu günstig. 220, 230 Euro mehr. Ich nehme das letzte mit, also für 1600 nehme ich mir das letzte wirklich mit. Ich nehme das mit für 1600. Dirk, ich darf hier nicht mitmachen. Ich würde es mir für 1600 sofort mitnehmen. Das ist Wahnsinn. Ist da niemand in der Leitung? Ach Mensch, der Norman Mogelei wieder. Bei Elektrofahrrad einfach hättest du den gleichen Drahtesel für fast 200 Euro billiger bekommen. Und selbst die machen natürlich noch Gewinn mit dem Verkauf. 3100 Gramm. Das ist dreimal so viel, als wir bisher dran gemacht haben. Ja, Freunde. So. Jetzt hängen hier mit zwei Strips. Kann sein, dass es runterfällt, weil ich habe noch nie mit 3 Kilo Steinen gearbeitet. Kann sein, dass es zu viel ist für diesen Powerstrip. So, jetzt schauen Sie sich das mal an. Den machst du dran, drückst ein bisschen gegen und dann hält der. Jetzt passen Sie auf. Dieses Powergel für Hobby und Freizeit hält extreme Belastungen stand. Ja? Sie können ohne Rückstände das wieder durch Drehen lösen. Das ist ein Power-Silikon, 3 Meter doppelseitiges Klebeband. Welches am Ende zu einem sensationellen Preis von 6,50 Euro verkauft wird. Wahnsinn, sind Sie denn verrückt geworden bei 123TV? Tja, was soll denn erst Amazon sagen, wo es das gleiche Klebeband für 5,87 Euro gibt? Und da werden wir Ihnen das Spare-Rib-Spezial anbieten. So ist es. Und die Soßen, Freunde, die Bosner-Sauce, die Knoblauch-Sauce, Barbecue-Sauce. Ein Traum. Letzter Platz, Raute-Taste gedrückt, liebe Zuschauer. Wer macht's? 2x1 Kilo, liebe Zuschauer. Nicht leer ausgehen, bitte. 2x1 Kilo direkt aus Meierhofen. So, wir kommen zur letzten Auktion der Stunde und werden Ihnen gleich die 5 Marmeladen anbieten. Und es wird einen Sonderpreis der 5 Marmeladen für 9 Euro Sonderpreis heute geben. 5 Marmeladen für 9 Euro. Ja. Wer trifft denn hier die Raute-Taste? Ach so, wir haben noch eins. Eins haben wir. Ja, danke schön. Gut, dass du das im Blick hast, du. Ja. Na du, 11 Euro für 2 Kilo? Da hättest du mal lieber beim Hersteller direkt bestellen sollen. Da kostet ein 180 Gramm Becher desselben Joghurts 79 Cent. Also hochgerechnet auf 2 Kilo sind das gut 9 Euro. Tja, ich könnte jetzt unendlich so weitermachen. Ein portabler DVD-Player mit Bildschirm, den 123TV für 153 Euro vertickt, der aber etwa beim Händler Westfalia für 139,99 Euro zu bekommen ist. Oder schnöde Butter oder Käse zu astronomischen Preisen. Es ist der reine Wahnsinn. Spannend auch, sich anzuschauen, was auf Facebook so abgeht in den entsprechenden 123TV-Gruppen. Enttäuschte und wütende Kunden, die dann doch irgendwann gemerkt haben, wie knallhart sie hier verarscht werden. Die Reaktion seitens 123TV ist im Grunde immer dieselbe. Ja, tut uns leid, wende dich doch bitte an den Kundenservice. Es ist davon auszugehen, dass ein gehöriger Teil der Schrottwaren wieder zurückgesandt wird. Aber selbst dann hat 123TV immer noch einen ordentlichen Reibach gemacht. Es gibt ja dieses Sprichwort von der Scheiße und dem Gold. Hier wird er tagtäglich gelebt. Die Mediathek bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.